Flächendeckende Testungen sind ein wichtiger Baustein in der Pandemiebekämpfung. Es ist eine Chance, die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von kurzer Zeit deutlich zu senken. Durch die kostenlose Testung wollen wir zwei Ziele erreichen. Mit dem Test wissen Sie über Ihren Gesundheitszustand Bescheid und Sie tragen zum Schutz der Gesundheit Ihrer Mitmenschen bei. Denn dieses landesweite Testangebot ermöglicht es, innerhalb kurzer Zeit Infizierte zu ermitteln und asymptomatisch Infizierte zu identifizieren und zu isolieren. Jede und jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten, Infektionen zu finden, Infektionsketten zu brechen und die Pandemie zurückzudrängen. Wichtig für den Erfolg ist, dass sich möglichst viele Personen testen lassen. Die landesweite Testung in Vorarlberg findet von Freitag, 4. bis Sonntag, 6. Dezember 2020 jeweils von 7 bis 17 Uhr statt. Landesweit werwerden 80 Teststationen, zumeist in Turnhallen von Schulen oder in großen öffentlichen Gebäuden eingerichtet. Wo die Tests durchgeführt werden, erfahren Sie im Internet, unter Vorarlberg testet oder bei der jeweiligen Gemeinde. Ja, um Wartezeiten und Staubildungen an den Teststationen zu vermeiden, sind Anmeldungen notwendig. Online unter Vorarlberg testet. Sie können dort den für Sie passenden Termin auswählen. Bitte versuchen Sie unbedingt, sich vorrangig über dieses Online-Formular anzumelden. Lassen Sie sich helfen. Auch andere Personen, etwa Familienmitglieder, können die Anmeldung für Sie durchführen. Ist auch das nicht möglich und niemand kann Ihnen helfen, dann wenden Sie sich bitte an folgende Nummer. Bitte melden Sie sich bevorzugt online an. Es wird ein Antigen-Schnelltest mittels Nasenrachenabstrichs durchgeführt. Nach circa einer Stunde liegt das Ergebnis vor. Sie müssen in dieser Zeit nicht bei der Abnahmestation warten. Die Tests werden von geschultem Personal aus dem Gesundheitsbereich, von zertifizierten Rettungssanitätern sowie anderen befähigten Personen durchgeführt. Teilnehmen können grundsätzlich alle Bürgerinnen und Bürger ab 6 Jahren. Auch Personen, die sich aus Arbeits- oder anderen Gründen in Vorarlberg aufhalten, dürfen teilnehmen. Minderjährige müssen von einem Elternteil begleitet werden. Wer wird nicht getestet? Wer Symptome hat, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen. In diesem Fall bitte die Nummer 1450 anrufen. Wer aus einem anderen Grund krankgeschrieben ist. Wer in den letzten 3 Monaten wegen Positivtestung in Absonderung, Quarantäne war. Wer aktiv positiv ist bzw. sich als Kontaktperson einer positiv getesteten Person in Absonderung befindet. Wer schon einen Termin für einen PCR-Test vorgemerkt hat. Kinder unter 6 Jahren, in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen aufgenommene Personen. Nein, die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Eine Teilnahme hilft, die weitere Ausbreitung der Pandemie einzudämmen. Den QR-Code, den Sie als Anmeldebestätigung erhalten haben, entweder auf dem Smartphone oder als Ausdruck und einen gültigen Lichtbildausweis. Der Test dauert nur wenige Minuten. Das Testergebnis wird nach circa einer Stunde per SMS mitgeteilt oder kann telefonisch angefragt werden. Auch in diesem Fall erhalten Sie das Ergebnis per SMS. Weiters erhalten Sie die Information, dass Sie sich sofort in Absonderung begeben müssen. Sie werden außerdem gebeten, am selben Tag nach 17 Uhr nochmals bei der Teststation zu erscheinen, um zur Sicherung der Diagnose einen PCR-Test durchzuführen. Das heißt, dass Sie zum Zeitpunkt der Probeentnahme nicht mit dem SARS-Virus infiziert sind. Ein negatives Testergebnis ist nur eine Momentaufnahme. Halten Sie auf jeden Fall weiterhin die Vorsorgemaßnahmen Mundschutz, Abstand, Desinfektion und Lüften ein. Unter www.vorarlberg.at/vorarlberg-testet finden Sie weiterführende Informationen und auch das Online-Formular zur Anmeldung. Als Hotline für allgemeine Fragen zur flächendeckenden Testung haben wir für Sie die Nummer 05574
601 600 eingerichtet.